Als erstes besichtigt der Geselle mit dem Kunden König die Baustelle und bespricht mit ihm die durchzuführenden Arbeiten vor dem Haus. Ja, Herr König. Im Keller wird die Installation des Zählerschranks besprochen. Zunächst beginnen die Arbeiten an dem Graben, in den später das Kabel gelegt wird. In diesem Beispiel befindet sich der Hausanschluss außerhalb des Gebäudes. Andernorts kann er sich aber auch innerhalb des Gebäudes befinden. Die Vorschriften sind regional unterschiedlich und werden vom Netzbetreiber in den technischen Anschlussbedingungen vorgegeben. Inzwischen installiert der Geselle im Keller den Zählerschrank. Dabei achtet er auf die sichere Befestigung und die senkrechte Montage des Schrankes. Sind der Schacht und der Durchbruch ins Haus fertiggestellt, setzt der Geselle zur Abdichtung des Kabels die Hauseinführung ein. Die Hauseinführung wird mit dem Gasbrenner vorsichtig rundum und von innen nach außen erhitzt. Dabei schrumpft das Material. Die Muffe verhindert, dass Feuchtigkeit in das Haus gelangt. Nun kann das Kabel vom Hausanschlusskasten bis zur Hauseinführung in das vorbereitete Sandbett gelegt werden. Das Kabel wird anschließend mit einer Sandschicht bedeckt, damit es allseitig ausreichend vom Sand umschlossen wird. Das zusätzliche Warnband markiert den Verlauf des Kabels in der Erde, um bei späteren Bauarbeiten das Kabel nicht zu beschädigen. Anschließend wird der Graben zugeschüttet. Währenddessen schließt der Geselle das Kabel am Zählerschrank an. Der Anschluss selbst erfolgt an den Sammelschienen im unteren Anschlussraum. Hierbei müssen die drei Außenleiter an den passenden Schienen in der richtigen Reihenfolge angeschlossen werden, damit sich die Welle von Drehstrommotoren auch rechts herum dreht. Anschließend wird der Zählerplatz mit der Hauptpotentialausgleichsschiene verbunden. Danach schließt er das Kabel am Hausanschlusskasten an. Bei allen Anschlüssen ist unter anderem auf eine feste und sichere Verbindung zu achten. Es folgt die Isolationswiderstandsmessung, um sicherzustellen, dass die Isolation des Kabels in Ordnung ist. Danach setzt der Geselle die Hauptsicherung ein und setzt die Anlage damit unter Spannung. Bei all diesen Tätigkeiten müssen die Arbeitsschutzmaßnahmen beachtet werden,
damit keine Gefahr für den Gesellen oder andere Personen entsteht. Nun erfolgen die Messungen des Rechtsdrehfeldes und der Schleifenimpedanz. Damit wird nachgewiesen, dass die Anlage den Vorschriften nach TAB und DIN VDE entspricht. Die Messergebnisse trägt der Geselle in das Messprotokoll ein. Ist die Fertigstellungsmeldung an den Netzbetreiber erfolgt, kann der Zähler von einer dazu berechtigten Person eingebaut und verplombt werden. Die Regularien zum Einbau des Zählers werden von den Netzbetreibern regional unterschiedlich gehandhabt. Wir sind fertig. Ja, die Anlage ist fertiggestellt. Ja. Damit endet die Installation und Inbetriebnahme des Elektroanschlusses bei Herrn König. Keine Mängel festgestellt. Der Geselle füllt seinen Arbeitsbericht aus und lässt sich diesen von Herrn König bestätigen. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.